Das Kanu ist das schnellste Fortbewegungsmittel. Hier im Yasuni-Nationalpark in Ecuador. Giovanni Rivadeneira zeigt Besuchern die einzigartige Natur. Yasuni ist UNESCO-Weltbiosphärenreservat, einer der artenreichsten Orte auf der Welt. Rivadeneira, Sprecher der Kichwa, setzt auf Ökotourismus. Der Tourismus ist extrem wichtig, denn er verursacht keinen Schaden. Wir schützen die Natur und dadurch erhalten wir sie für die kommende Generation. Deshalb ist Tourismus so wichtig für unsere Dorfgemeinschaft und für viele andere. Unter dem Park lagert Öl, das Ecuador schon jetzt fördert. Aber im Teil Yasuni ITT, benannt nach drei Ölfeldern, soll die Ölförderung ganz verboten werden. Yvonne Baki, Beauftragte des ecuadorianischen Präsidenten, leitet die Initiative Yasuni ITT. Was wir bewahren würden, ist der Ort mit der höchsten Biodiversität. Außerdem gibt es in Yasuni ITT zwei indigene Gruppen, die in freiwilliger Isolation leben. Sind wir erfolgreich, können wir noch mehr machen. Aber ganz auf die Ölförderung am Amazonas zu verzichten, das ist unmöglich für Ecuador. Die Ölfirmen rücken näher an den Park. Unter Yasuni liegen 20% der Ölreserven Ecuadors. Vor Jahrzehnten wurden Förderlizenzen vergeben, die die Förderung an 5 Stellen im Park erlauben. Alonso Jaramillo, ehemaliger Direktor des Nationalparks, macht sich große Sorgen. Die neue Infrastruktur ermöglicht nicht nur die Ausbeutung von Öl, sondern auch von anderen natürlichen Ressourcen, nämlich der reichen Flora und Fauna, zum Beispiel durch Jagd und Abholzung. Ecuador will von der Welt einen Ausgleich für die Nichtförderung des Öls bekommen. 3,6 Milliarden Dollar, 50% der zu erwartenden Einnahmen. Yvonne Baki sagt, bleiben die Reserven unter der Erde, wäre das ein Zeichen für die Welt. Hört auf, alles auszubeuten. Wir müssen die Gier stoppen, immer mehr und mehr. Dies sollte ein Ort sein, der wegen seines Naturreichtums erhalten bleibt. Ölförderung oder Naturschutz? Ecuador ist das zweitärmste Land Lateinamerikas. Ohne finanzielle Unterstützung wird es schwer werden. Gelingt es wenigstens in einem Teil des Parks, das Öl nicht zu fördern, wäre das schon ein Erfolg. Denn der Ausstoß von 1,2 Milliarden Tonnen Kohlendioxid könnte so verhindert werden.